Wir gehen auf Acromantula Suche. Irgendwann kann man ja mal morgen. Ich bin auch passend angezogen für. Naja. Ich gehe da jetzt einfach mal hin. So, hi Mirula. Also wir finden jetzt Acromantulas. Also wir brauchen das Gift von den Fangzähnen der Acromantula. Geben Sie uns sicherlich mit Vergnügen. Glaube ich. Es ist jetzt nicht mehr weit bis zum Spinnennest. Und warum haben wir dann angehalten? Wir haben uns im Artefaktraum nicht wirklich einen Plan ausgedacht, Mirula. Findest du nicht, dass wir einen Plan brauchen, bevor wir uns den Acromantulas entgegenstellen? Zumindest sollten wir uns ins Gedächtnis rufen, was wir über Acromantulas wissen. Na schön, wenn du dann aufhörst, dir Sorgen zu machen, dann lass uns über die Spinnen reden. Reden wir jetzt einmal 8 Stunden über Spinnen? Tatsächlich. Na gut. Das heißt, wir werden jetzt im nächsten Kapitel zu den Acromantulas gehen. Sind wir denn ein ganzes Kapitel bei den Acromantulas? Ja, das ist ja interessant. Das nächste Kapitel ist wahrscheinlich eh noch nicht freigeschaltet. Deswegen unterhalte ich mich mal mit Mirula. Wenn wir beim Spinnennest ankommen, sollten wir nach Spuren von R Ausschau halten. Das Spinnennest befindet sich im Verlies im Wald. Oder nicht? Weiß nicht mehr. Der ganze Wald ist voll mit diesen Wurzeln. Versuche bitte nicht darüber zu stolpern. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir das Spinnennest betreten. Acromantulas fressen gerne Menschen und leben in Kolonien. Ich habe keine Angst vor ein paar übergroßen Spinnen, Bailey. Kennst du Arania Exumai? Damit kann man sich gegen Spinnen verteidigen. Das habe ich damals von Ragpick gelernt. Du hast Erfahrung mit Acromantulas, darum solltest du mit ihnen reden. Ach, die wollen mich auch nur fressen. Erfahrung bringt da nichts. Hast du auch was rascheln gehört? War, ist da eine Acromantula in dem Gebüsch? Wir werden es nicht nur mit einer Acromantula zu tun bekommen, sondern mit einer ganzen Kolonie. Wenn wir beim Spinnennest an. Was, das hast du aber schon gesagt? Wir wiederholen uns schon. Na gut, dann mache ich einfach direkt den Cut. Was? Ich bin gerade im Wald. Ein Treffen alter Freunde? Ich habe einen Spezialauftrag, der nicht verläuft wie erwartet, und ich muss bei einer Gästeliste für eine geheimnisvolle Versammlung helfen? Ich bin gerade im Wald, auf dem Weg zu Acromantulas! Wer ist das? Ist das Maria und Josef oder James und Lily? Das können James und Lily Potter sein mit dem kleinen Harry. Aber, ich meine, das können die doch jetzt nicht machen, dass ich jetzt auf die Potters treffe. Die müssten ja noch leben. Stimmt. Die können ja jetzt vorkommen. James und Lily. Kurz bevor sie sterben, dann in Harry Potter Teil 1. Uiuiui. Was wird uns hier erwarten, ein Treffen alter Freunde? Die Glühwürmchen und die eintreffenden Gäste. Am Ende gibt's eine Kette. Naja, vielleicht sollte ich allerdings vorher zumindest mit Mirula fertig sprechen. Und zu den Acromantulas gehe ich dann wohl erst später. Würde ich einfach mal jetzt behaupten. Ja. Also, Mirula, ich bin soweit. Okay, nur damit wir uns einig sind. Wenn wir das Spinnennest erreichen, werden wir nach Anzeigen von R Ausschau halten. Und wenn wir mit den Acromantulas reden müssen, dann wirst du derjenige sein, der mit ihnen spricht. Ich kann jederzeit Arania Exumai zaubern, wenn etwas schief geht. Ragpick hat mir diesen Zauber beigebracht. Ragpick, diese mörderische Verräterin. Das ist noch eine Sache, die wir zusammen erleben, die Held nicht wirklich verstehen würde. Ich wünschte, du würdest deine Augen öffnen und sehen, dass sie versucht, dich zu manipulieren. Oh nein, da ist sie ja. Warum kommen die jetzt hierher? Corray, das ist der verbotene Wald. Es ist verboten, hierher zu kommen, nur damit du das weißt, ja? Die Info habe ich dir gern gegeben. Tschüss! Merula lügt! Merula verteidigen oder Corray ins Verhör nehmen? So, beides. Pro Merula und Contra Corray. Okay. Was meinst du damit, Corray? Wir stimmen nur jede Menge Unsinn. Sie will nur versuchen, sich bei dir einzuschleimen. Das ist kein Unsinn. Ich habe Beweise. Ich habe Nachforschung angestellt und weiß jetzt, warum Merula so verschwiegen ist, was die Direktorin angeht. Ja, nee, ist klar. Kannst du bitte mit der Direktorin aufhören, deine Besessenheit mit ihr ist armselig und fehl am Platz. Und du versuchst zur Diskussion aus dem Weg zu gehen, wie üblich. Aber es ist egal, ob du über die Direktorin sprechen willst oder nicht, denn ich weiß genau, wer sie ist. Sie ist... Und jetzt kommt ein Spruch von hinten, schön ins Genick, und Corray gibt um. Langlock! Das war jetzt nicht ins Genick, aber... Oh, fast. Mirula, hast du gut gemacht. Langlock! Nee, das finde ich jetzt mal nicht so gut. Mirula, nee. Ich habe versucht, euch beide zu warnen, aber ihr wolltet nicht auf mich hören. Jetzt habt ihr mir keine andere Wahl gelassen. Du solltest aufhören und darauf hören, was Katsuhiro Shiratori dir gesagt hat, wenn du Hayden wiedersehen willst. Ich will Hayden nicht wiedersehen. Er wird nicht mehr lange warten. Führ sie ab? Führ sie ab? Ja.
Er wird abgeführt. Tschüss. Gehen wir jetzt noch zu den Akkumantulas? Nee. Aber ich hab gehört, Dumbledore will was von mir. Oder? Ich schau mal kurz. Nee, Hagrid will mit mir reden. Ja, dann weiß ich ja, was ich in der nächsten Folge mache. Ich sag Arrivederci, over and out.